Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 oder No Witcher Sky, denn wir reisen gerade von Welt zu Welt und erleben seltsame Abenteuer. Sandwürmer auf einem Wüstenplaneten, giftige Gase auf dem Blutmoosplaneten hier oder wie man den auch immer nennen will. Es ist verrückter crazy Zeugs. Ich sag zwar Planet, bin mir aber gar nicht sicher, ob das extra... Also, es wird schon ein Planet sein, oder? Die physikalischen Gesetze sind die gleichen. Also wird wohl durch das Gesetz der Schwerkraft Masse zueinander finden. Und es werden sich Himmelskörper bilden und auf so einem werden wir sein. Ob das allerdings in unserem Universum ist oder ob das so Parallelerden sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Springen wir in das Portal da vorne. Und schauen mal, was uns als nächstes erwartet. Ey, ich könnte das da einen ganzen Tag machen. Ich glaube, schon langsam kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Aber... Oh! Das ist eine Überraschung. Ich würde mich ja fast gern ein bisschen hier umsehen, aber ich habe Angst, dass uns der Sauerstoff ausgeht. Ich weiß nicht, ob mich hier atmen kann. Schwimmen wir lieber ins nächste Portal. Eisplanet. Oh, jetzt sind wir da, oder? Kalt. Aber andererseits nutzt doch die wilde Jagd die Kälte in der Leere zwischen... Warte mal, nutzen die Kälte des Weltalls? Schon langsam macht alles Sinn. Kalt. Wie was die hier alles gemacht haben. Wie cool die Entwickler sind, dass die so kleine eigene Welten gebaut haben. Ich kann geschützte Stelle finden. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wisst ihr eigentlich, wie cool das ist? Wie viel Aufwand das ist, dass man so viele, so kleine, unterschiedliche Sachen designt. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Assets... Wahrscheinlich haben die viel wiederverwendet und ganz viel irgendwie so, ne, zusammengekaufte Assets vielleicht. Ich weiß nicht. Aber verdammt! Ist das Spiel genial. Schnell gehen wir da unten hin. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Guck mal, hier Fässer und so Kisten. Hier waren anscheinend... Na gut, das könnte altes Elfenmaterial sein, ne? Sind die Elfen die Vulkanier? Gilt das da als Schutz? Ich glaube schon. Überall, wo es braun ist, quasi. Ja, genau, doch, stimmt schon. Ich meine, was auch immer hier in den Kisten ist, dürfte gut konserviert sein, oder? Aber hier ist eh nur Handwerkszeug, keine Gemüsesorten. Da unten ist ein Häuschen, da muss ich hin. Oh Gott, Hilfe! Ich verbrenne ja immer noch. Ich meine, vor lauter Kälte. Ich verbrenne vor lauter Kälte. Ihr wisst schon. Eisbrand. So. Yeah! Hier haben anscheinend richtig Leute gelebt. Aber alles so mittelalterlich. Und das ist so cool. Mittelalterliche Raumfahrer. Ich meine, weil die nie im Weltall waren, sondern... Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ne? Ich muss immer dazu sagen, ist nur meine Theorie, dass das einfach nur andere Planeten sind. Möglicherweise sind es wirklich Parallelwelten. Paralleluniversen. Abstrakter, bizarrer Scheiß. Ich weiß es nicht. Pocket Dimensions vielleicht sogar. Kleine Mini-Universen. Vielleicht können die Elfen in Wirklichkeit gar nicht zwischen Welten reisen, sondern sie verstehen ihre eigenen Kräfte nicht so und erschaffen Welten. Ich meine, wer weiß, alles ist möglich. Aber ich bleibe jetzt dabei... das so zu interpretieren, dass das einfach andere Planeten sind und deswegen gehe ich davon aus, dass die alten Elfen im Grunde Raumfahrer waren, auf ihre ganz eigene magische Art und Weise. Licht. Deswegen spreche ich vom Planeten. Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Eine Viertelstunde bestimmt oder so. 20 Minuten. Rein mit dir in die gute Stube, Geralt. Natürlich. Ah. Was sonst? Das hätte ich mir denken können.
Ne, ich habe mich schon immer gefragt, was die Hunde der wilden Jagd sind. Jetzt denke ich mir, vielleicht Aliens. Vielleicht ist alles in Velen Aliens. Also, vielleicht sind einfach, ne, von bei diesem Kataklysmus von den verschiedenen Welten Lebewesen zusammengeführt worden. Also, das ist ja auf jeden Fall so. Aber vielleicht von anderen Planeten. Aliens. Aliens! Ey, wie kalt kann es denn da draußen im Vergleich zu hier innen, hier drin sein eigentlich, dass er draußen stirbt innerhalb von Sekunden und hier geht's eigentlich, hier kann man gut leben. Ist das nicht ein bisschen komisch? Ich meine, wie gut sind denn diese Häuser isoliert, die voller Löcher und Türrahmen sind und Schnee? Ha, naja, sehr gut anscheinend. Ich meine, vielleicht ist es nur der beißende, eisige Wind da draußen, der so schlimm ist. Und hier drin ist kein beißender, eisiger Wind aus irgendeinem Grund. Vielleicht sind es kosmische Kältestrahlen. Oder so. Vielleicht höre ich einfach auf zu versuchen, das zu erklären. In irgendeinem Science-Fiction-Film gibt es das. Ist das nicht in der alten Star Trek-Serie? Also in einer Folge von der alten Kirk-Serie? Oder irgendwo, auf jeden Fall treffen die da auf eine kalte Sonne und dann diskutieren die drüber, dass es sowas gar nicht geben kann. Aber dann sagen die, naja, aber wir sind davor. Das ist eine. Ah, ist das nicht eine Q-Folge vielleicht von Next Generation? Ach, was weiß denn ich. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie nur nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Das Licht auf dem Gipfel. Warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Das ist ja mal scheiß Timing. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine Welt kommt, wo gerade eben die Sonne stirbt? Ich meine, das ist ein Prozess über, weiß es nicht, Millionen von Jahren wahrscheinlich. Also auch der Sterbeprozess, wenn es reicht. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so niedrig. Aber ich glaube, eigentlich leben Sonnen länger, als sie sterben. Hängt von der Größe der Sonne ab wahrscheinlich. So. Gels zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die Roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gels ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Was ist er rechtschaffend? Rechtschaffend gut? Rechtschaffend böse? Oder chaotisch? Neutral? Was? Ja? Wo sind wir? In der Welt der Enelle?
Nein, das ist Ted Dariad, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Doch, ich will jetzt mehr darüber hören, was genau hier los ist und... Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Zum Beispiel jetzt. Nein, das war die falsche Passage. Ah, hat der jetzt wahrscheinlich hinterhergerufen. Oh, das ist der Jetzt wird's ernst Soundtrack im Spiel. Endlich. Den kenne ich schon. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Geels Hauptquartier. Geh ins Hauptquartier. Achso, ich gehe einfach dir nach. Es gibt keinen Grund zu warten. Komm. Ja, ich bin ja hinter dir. Es gibt. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Ehrlich gesagt sieht das ziemlich nach einer normalen Menschenstadt aus. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Krevan Espane Ebkaoman Macha und der Hexe aus Riva, Kedmil. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krevan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Ich nehme ungern von fremden, düsteren Gestalten, die einen diabolischen Unterton in der Stimme haben, Getränke an. Wir sind nicht zum Teetrinken hier. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. In Gwent löst die Karte von dem Künstlerkerl die Todeswunschfähigkeit von allen Todeswunschkarten aus, ohne dass die sterben. Frag mich, ob das irgendeine Bewandtnis im Spiel hat. Mal schauen. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, keine Ahnung, aber was habe ich für eine Wahl? Ich sage jetzt mal ja, er ist ehrlich, aber ehrlich gesagt nur, wenn mir das wie die strategisch bessere Option vorkommt. Wenn ich nur die beiden Optionen habe, sage ich ja, ja, ich vertraue ihm. Weil dann glaubt er, ich vertraue ihm, der andere auch und dann anders... Chuck das für, entweder für Zwietracht, wenn er wirklich ehrlich ist, oder für Verdacht, wenn er unehrlich ist. Und so kann ich ihn weiter beobachten und im Auge behalten. Vielleicht will außerdem der Künstler nur Zwietracht säen, nur Zweifel in uns säen. Und ich lasse mir keine Zweifel einsäen von irgendeinem Maler. Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen.
Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Hübsch, hübsch. Sehr abstrakt. Zum Schnellreisen musst du Wegweiser finden. Oder Portale. Mit Elfenportalen kann man wahrscheinlich noch schneller reisen als mit Wegweisern. Haben Wegweiser auch so Portalmagie, nur mit weniger Reichweite, sodass man innerhalb eines Landes sich teleportieren kann? Vielleicht, vielleicht. Wer weiß, wie dieses Schnellreisen innerhalb der Lore richtig funktioniert. Verzauberte alte Elfenwegweiser, die einen über kurze Strecken transportieren. Das ist wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Des Rätsels Lösung. Wenn du Konversationen belauschst, erhältst du manchmal Informationen über neue Quests. Ach was, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Wo war das so? In Fallout 4. In Fallout 4 ging mir das ständig so. Da kriegt man irgendwelche Quests von Dialogen im Hintergrund. Und ich habe den Dialogen nie zugehört. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich sprinte an irgendwelchen Leuten vorbei, die labern. Und plötzlich ploppt wieder eine neue Quest auf. Das war komisch. Würde ich, wenn ich ein Spiel mache, nicht so machen. Es gibt Leute, die lassen sich auch bei so Spielen wie Fallout viel mehr Zeit und schauen sich jeden NPC an, aber das muss man dann schon so spielen, damit das mit den plötzlich aufploppenden Hintergrunddialog-Quests irgendwie Sinn macht. Wenn man da ein bisschen von A nach B einfach durchläuft, weil man eh weiß, wo man hin will, dann ist das schwierig. Cirilla. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cirael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Wirklich eine vertrauenswürdige Methode? Kann das nicht irgendwie Illusionsmagie sein? Sie würde bestimmt merken. So ein alter, erfahrener Elf. Der König ist tot. Lang lebe der König.
Ich finde, das ist kein Beweis. Er kann auch zufällig da gewesen sein. Und sich gedacht haben, oh, wie praktisch. Aber deswegen muss er nicht unbedingt der Mörder sein. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt. An einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Hey, level up! Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Xenonaut. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ah ja, noch ein paar Racheaktionen, bevor wir abhauen. Finde ich gut. Finde ich immer gut. Bin ich dabei. Wenn es um blutrünstige Rache geht, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Der ist schon tot. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Was? Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Ein Hexer. Wenn also... Ich glaube, Geralt hat schon genug Leute umgebracht, um zu wissen, wann die wirklich tot sind. Vielleicht war es ein Doppelgänger. Oder? Hurensohn ist echt ein zäher Hurensohn. Mal schauen. Wir finden es in der nächsten Folge raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.